So, willkommen zurück zu Dishonored. Ich muss meinen Timer gerade schnell stellen. Oh, das müsste jetzt eigentlich losgehen. So, da sind also unsere schönen Wachen. Und ich muss sie überwältigen. Wenn du Q oder E drückst, kannst du um die Ecke gucken. Jetzt ist die Frage, wenn ich ihn jetzt hier hinlege, sieht man ihn da? Das verrät er mich. Nichts, was war das? Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Was ist passiert? Hast du was vom Kopf bekommen? Nö, alles in Ordnung. Ah, schön. Ach, Geld, ach, das ist nett. Gut, es hat so halb geklappt. Dann können wir jetzt ja weiter, nachdem wir Startschwierigkeiten hatten, aber immerhin. Nice. Wir haben eine Pistole. Auch wenn ich sie jetzt nicht so stinkt brauche, aber sie kann ein Mann daneben rennen. So. Hier können wir was essen. Das gibt uns wieder, lädt uns Leben auf, aber brauchen wir gar nicht. Munition. Da ist doch keiner. Ich habe keinen Plan, ob links oder rechts einer ist, aber ich muss ihn überwältigen. Ein Schlüssel, nice. Ah, okay. Hey, geht's da weiter? Ah, Zugang zum Hofgang. Wir hätten auch hier lang gehen können, oder was? Modus aus. Viel zu einfach. Ganz ehrlich, viel zu einfach, so einen Weg zu nehmen. Mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Oh, Mann. Münzen. Los. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Ich bin meine eigene Eskorte, ich darf hier durchlaufen. Ach, Geld. Ja, wir müssen hier alles durchstelzen, ne? Ist ja logisch. Boah, verhört sich aber, hier geht. Hier wurde ich gefoltert, gestern noch. Hier kann man sich irgendwas anhören, was mich gerade nicht interessiert, aber wir können. Leere Flaschen. Boah, gib mir die Zeit um. Ah,
Ach komm, wir zünden die hier und ich mache ein bisschen Durchheit hier. So. Hä, wo sollen wir hin? Da war doch alles zu, oder habe ich mich verschaut? Mal gucken. Oder müssen wir hier hochklettern wahrscheinlich. Ah, okay. Nicht schlecht gemacht vom Spiel hier. Auf einmal ist die Tür offen, ne? Eckwolf, du fauler Sack. Hast du im Hof nachgesehen? Nein, noch nicht. Ich wollte erst das Dampfkesselloch von gestern melden. Vergiss es. Dreh einfach nur deine Runden. Eine Meldung macht uns beiden Ärger. Bin schon unterwegs. Die mich hier lang, Delta, die können mich gar nicht sehen. Durchsagen. Würfelspiels? Das muss ich mir von dir nicht sagen lassen. Es sei denn, Sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Boah, war das knapp. Okay, ich spiele auf normal, deswegen hat er mich nicht gesehen. Scheiße. Verkackte Seuche. Jetzt hätte der mich wahrscheinlich gesehen. Ich muss ihn kriegen, ich darf nicht. Komm. Ist der? Oh, nice. So. Komm kuscheln, mein Freund. Und lass dich in die nächstbeste Ecke schmeißen. Geld, gib mir dein Geld. Ist noch wichtiger. Wir speichern. So. Wir können weiter. Ich habe beschlossen, wir haben hier nichts übersehen und vor allen Dingen keine Person, die uns verraten kann. Corpus Hinrichtung ist also morgen. Richtig? Ach, ja, nein. Aber heute muss schon alles vorbereitet werden. Ich kann's kaum erwarten, zu sehen. Die mordige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Da ist jemand, der die Kaiserin mochte. Wir sind eigentlich voll die Verbündeten. Irgendwelche von den großen Rattenrudeln gesehen? Halt's Maul! Halt's Maul. Boah, der ist da so drin, ne? Das ist schon, da brauchst du schon Stealth-Modus 400 für. Den habe ich natürlich. So, wir speichern an der Stelle. Was? Lass uns den Ruhe. Jetzt hab ich dich. Ach nö. Hilf mir doch jemand. Das war's. Nee, also das mache ich nicht. Tut mir leid. Ich bin hier so am Stealthen und dann sehe ich das nicht ein. Jetzt wegen so einem Kack hier. Vor allem haben wir hier Sachen übersehen. Das geht auch gar nicht. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Hä? Kacke. Boah, ich dachte, der geht hier durch die Tür. Aber nicht. Sein Pech. Den nehmen wir mal nicht mehr. Der liegt hier ganz gut. Wow. Ich stehe noch überall hier. Komm. Nice.
Wir sind... Boah, ich bin so still. Es tut mir echt leid. Wir haben es geschafft. Wir sind escaped. Und die haben uns nicht gesehen. Jawohl. Es hat explodiert und alles, aber... Interessiert auch keinen im Endeffekt. Ich meine... Vielleicht ist das ja Alltag bei denen, da hier irgendwann in die Luft geht oder so. Wir befinden uns auf jeden Fall jetzt jede Sekunde in der Kanalisation. Wieso schleiche ich hier? Und, ja, weiter geht's. Sprinten und Rennen sorgt für lautere Schrittgeräusche. Schleichen ist lautlos. Nice. Spiel lädt. Also, das Schnellspeichern und ich, wir werden noch richtig gute Freunde. In diesem Spiel. Sprengstoff benutzt, um den Weg frei zu machen. Oh, die wissen schon Bescheid. Das war kein Zufall. Glaubst du, er hatte Hilfe? Wer wüsste, wie sowas geht? Corbo, wenn Sie das lesen, heißt das, dass unser Plan funktioniert hat und Sie aus Cold Ridge ausgebrochen sind. Einer unserer Kontaktpersonen hat tiefer in der Kanalisation Waffen für Sie versteckt. Holen Sie sich die Ausrüstungsgegenstände und suchen Sie Samuel auf, der sich am Ausgang dieser Tunnel am Fluss aufhält. Ein Freund, den Sie bald treffen werden. Pass auf Sprengfallen auf. So wie es aussieht, könnten hier welche sein. Gut, mit etwas Glück erwischt Corbo eine. Hast du Angst? Er ist Zirconia. Da leben nur Kaufleute und Huren. Frischlinge wie du haben ihn nie in Aktion gesehen. Ich sah ihn mal drin. Fuck. Ey, die hab ich nicht getötet, ja. Lol. Gut, dass ich da nicht durch musste. So. Das ist ein Drachen. Alter, was ist denn das für ein unnormaler... Können sich hier eiskalt Menschenfleisch. Ach du Kacke. Gesund ist das nicht. Also sind unsere Feinde noch nicht mal nur die Menschen, die uns verfolgen, sondern Ratten. Amanda und ich hatten nur die Hälfte von dem, was wir brauchen, um das notwendige Elixier zu kaufen. Selbst das ist jetzt aufgebraucht, wir können nichts mehr tun, als zu warten. Wir sind krank, das gibt keine Obmachrolle. Okay, es geht also um diese Seuche. Und die beiden sind irgendwie daran gestorben. Aber es gibt ein Gegenmittel gegen die Seuche? Ach du Scheiße. Nicht, dass die solche schon genug wäre, ne? Aber ich denke, dann wollen noch irgendwelche Leute die Macht anzugreifen. So, ein bisschen Wut rauslassen. Da unten geht es nicht weiter. Okay, und in dem Part hier geht es auch nicht weiter, denn die Zeit ist um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns an der Stelle hier. Ja, ich würde sagen, bis dann. Danke fürs nochmal und so. Ja. Kommentiert doch, Däumchen hoch, Däumchen runter, wie es euch gefallen hat. Bis dann. Tschüss.